Varro Kittir ist wieder da. Einen schönen guten Tag und ich zeige euch, was der Voigt-Händler diesmal für die Konsolenspieler ein Angebot hat. So, dann will ich mal sein Sortiment mal begutachten. My lord, you find me as always in my hour of need. I, Varro Kittir, stand ready to accompany you on another adventure of mutual benefit. So, dann fange ich mal an. Einmal die Halika Wraith. Das ist halt die Wurfwaffe von den Grenier-Hundemeister oder Kobromeister. Ich komme jetzt auf den Namen nicht halt. Von den Gegnertyp. So. Sehr statuslastig und der Hauptschadensanteil geht auf Durchschlag. Ja, kann man arbeiten damit mit dieser Wurfwaffe und es hat sogar noch die noch die Fähigkeit noch halt so die Standardvariante von der Halika kann sogar Gegner entwaffnen. So, dann verstümmeln plus 120% Schildschaden für Pistole, dann Prime geladene Patrone plus 165% Schockschaden für Schrotflinte, super nützlich. Diese Mods Prime Kryokugeln plus 165% Kälteschaden für Gewehrwaffen auch sehr nützlich. Dann Prime Fieberschlag plus 165% Giftschaden für Nahkampfwaffen. Wunderbar. Dann Prime gezähmte Salve plus 120% Schnittschaden für Gewehre. Auch super nützlich die Mod. Dann Nogelstatue Excalibur mit Odonata. Hey, es ist Excalibur mit Odonata. Als Noggle-Variante. Sieht auch sehr schick aus. Kann man mitnehmen. Dann Daimos Fass Prex. Das ist eins von diesen Prex-Karten, die man damals als Twitch-Drop bekommen hat, wo Daimos rausgekommen ist. Die Open World von Daimos. Sieht auch sehr nett aus, die Prex-Karte. Kann man mitnehmen. Dann Quanta Vandal. Ah, hier ist die Quanta Vandal, sehr auf Status ausgelegt und auf Schockschaden. Und hat auch sogar eine Sekundärfunktion, die auch auf Status ausgelegt ist, nur mit Schockschaden. Ja, ist eine sehr solide Waffe, wie ich finde. Kann man mitnehmen. Dann Zipier-Skin unsterblich. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde, mit den ganzen Verzierungen. Und den Streifenmuster, ja, kann man mitnehmen. Dann Prisma Obex. Ah, die Fäustlinge. Sehr auf Status ausgelegt. Super schnell. Und das Hauptschadensmerkmal ist auf Einschlagschaden. Können ziemlich schnell sein, die Dinger. Und wenn man die richtig moddet, auch ziemlich gut auch machen. Dann Paracesis-Skin. Ah, dieses zweihändige Sentinel-Schwert. Was ist das Sentinel-Schwert? Ich glaube schon. Als Alexis-Skin-Variante und sieht auch sehr schick aus mit dem Bronze-Skin. Passt. So, dann Prisma-Siegel. Hier hat man ein Prisma-Siegel. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Kann man mitnehmen fürs kleine Geld. Dann Brustplatte Kittir. Ja, eine nette Brustplatte mit dem Kittir-Logo drauf. Oder holographisches Symbol. Sieht auch sehr schick aus. Dann die Beinplatten-Kittir. Dazu die passenden Beinplatten, die auch sehr nett aussehen, wie ich finde. Ja, kann man mitnehmen. Und die Schulterplatten-Kittir. Hier hat man noch die passenden Schulterplatten. Auch sehr nett, wie ich finde. Ja, kann man mitnehmen. So, dann Genmaskierung Nexus für die Covered-Katze. Man kriegt einmal die das komplette die Farbpalette mit plus noch den passenden Nexus-Fellmuster. Ja. Sieht auch sehr schick aus, diese Musterform. Kann man mitnehmen. Dann Fellmuster Nexus für den Kupro. Oh, sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Ja. Kann man auch mitnehmen. So, dann 3 Tage Ressourcenbooster.
So, dann Köder Stalker. Damit kann man den Stalker rufen. Eine beliebige Mission. So, dann Cyphos oder Cypher Skin Prisma. Das Cyphos Raumschiff Skin halt. Oder für den Cyphos Raumschiff halt. Hat man einen schicken Prisma Skin, was auch sehr schick aussieht, wie ich finde. Ja, kann man mitnehmen. Dann Rodonator Skin Alexis. Okay. Da hat jemand hier mal ein paar Erfahrungsbooster mal springen lassen. Für einen kleinen Zeitraum. So, für den Ononata gibt es halt diesen schicken Alexis-Skin. Auch diesen Bronze-Look. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Kann man mitnehmen. Dann Bronze-Bürste Kavat. Hier hat man den Kavat-Kopf als Bürste. Sieht auch sehr schick aus, wie ich finde. Kann man mitnehmen. Als Deko-Element. Dann Glyphe Barokettier. Hey, man kann sich eine Glyphe mit Barokettier sich holen. Warum nicht? So, dann Sande des Inaros Blaupause für die Inaros Quest. Dann Ephemera Feenfahrt. Hier hat man ein kleines Ephemera mit so kleinen Feen und Blättern, die so hochfliegen. Sieht sehr schick aus. Fürs kleine Geld. Kann man mitnehmen. Und zu guter Letzt, wenn man Inaros Prime hat, kann man sich Baros Void-Signal holen. Das ist eine spezielle Mission. So, dann Until next würde ich mal time. Sagen, falls ihr mal den Händler verpassen solltet, macht euch keine Sorgen. Irgendwann mal werdet ihr diese Sachen wieder ein Angebot haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.